ist ein VfR Aalen, mein Verein. Du bist jung und du bist heiß, wir sind die Helden in Schwarz-Weiß. Die Nummer 1, das sollst du sein, VfR Aalen, mein Verein. Ja, von Aalen bis Berlin hört man die Siegesmelodie. Ja, von Aalen bis Berlin hört man die Siegesmelodie. Patrick Sander, was ist noch drin für Ihre Mannschaft? Ja, wir wollen sehen, dass wir einen ordentlichen Start hinlegen. Ich glaube, die Jungs müssen auch merken, dass sie nicht umsonst so viel Schweiß investiert haben. Es war eine harte Zeit für die Jungs. Und ich glaube, wenn man dann mit den entsprechenden Erfolgserlebnissen startet, dann erfährt man als Spieler halt auch, dass es wichtig ist und richtig ist, dass man sich belastet in der Vorbereitungszeit, dass es eine schwierige Zeit ist, außer Frage. Aber wir haben vieles vor, wir haben ein großes Vor in allen und deshalb müssen wir auch vieles tun. Ja, die Enttäuschung sitzt ja auch ein bisschen tief. Man ist, VfR Aalen ist als Aufstiegsaspirant in die Saison gestartet. Woran hat es denn bislang gelegen, dass die Leistung nicht so abgerufen werden konnte? Gut, da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Ich glaube, es gibt in der Planung der gesamten Saison sind dort Fehler gemacht worden. Und meines Erachtens nach bringt es jetzt aber auch nichts, schon gar nicht von meiner Stelle aus, nach hinten zu blicken und in der Vergangenheit rumzurühren, sondern wir wollen nach vorn schauen, wir wollen uns neu ausrichten und wir sind dabei, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Patrick Sander, auch wenn Sie nicht so gerne zurückblicken, wir tun es trotzdem nochmal, denn es war einiges los auf der Ostalb. Was da genau war, mein Kollege Johannes Seemüller hat die vergangenen Monate noch einmal für uns zusammengefasst. Die Scholz Arena, ein schmuckes Stadion für 11.000 Zuschauer. Rasenheizung, Sonnenkollektoren, alles vom Feinsten eben. Auch die neue Geschäftsstelle kann sich sehen lassen, der VfR Aalen ist reif für die zweite Liga. Dazu passen auch die Spielergehälter. Die Topverdiener machen sich auf der Ostalb die Taschen voll. Bis zu 15.000 Euro im Monat, das ist Ligaspitze. Aalen ein Fußballparadies? Denkste. Zwei Trainer haben die Aalener in dieser Saison bereits verschlissen. Zunächst musste der populäre Edgar Schmidt seinen Hut nehmen, nach gerade mal 4 Spieltagen. Als Nachfolger wurde Jürgen Kohler verpflichtet. Doch der trat bereits Mitte November wieder zurück, wegen angeblicher Herzprobleme. Kohler übernahm den Job des Sportdirektors. Jetzt soll Patrick Sander die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen, ein schweres Unterfangen. Denn der Spielerkader wurde in Aalen munter durcheinander gewirbelt. Zahlreiche Profis haben den Verein seit Saisonbeginn verlassen. 8 neue Leute wurden verpflichtet. Kontinuität ist etwas anderes. Verantwortlich für diesen Schlingerkurs sind die Vereinsoberen und Sponsoren des VfR Aalen. Da ist zum einen Bernd Ulrich Scholz, der Präsident. Der Unternehmer scheint zu gutgläubig für das Fußballbusiness. Weitreichender ist der Einfluss des Hauptsponsors Imtec. Allein in dieser Saison hat das Technikunternehmen etwa 4 Millionen Euro in den Verein gepumpt. Als Gegenleistung haben sich Imtec-Manager im Aufsichtsrat breit gemacht. Hier haben Johannes Moser und Klaus Betz das Sagen. Aufsichtsratschef Moser war es auch, der seinen Freund Jürgen Kohler mit einer ungewöhnlichen Machtfülle ausstattete. Pikant, Kohler ist seit Jahren Repräsentant von Imtec. Den Einfluss Kohlers bekam schon bald Martin Braun zu spüren. Der ehemalige Bundesliga-Profi war bis Ende vergangenen Jahres Geschäftsführer in Aalen. Weil er dem Sportdirektor in wichtigen Fragen aber die Stirn bot, sorgte Kohler für Brauns Entlassung. Für mich war es natürlich dann doch schwierig, weil ich sehr überrascht war, auch die Art und Weise, wie man mir mitgeteilt hat, dass Jürgen Kohler mit mir Probleme hätte. Dass er dann hinten rum beim Präsident sich beschwert hat, war für mich eher ein bisschen überraschend und auch nicht professionell. Stattdessen holte Kohler einen langjährigen Weggefährten ins Boot, Hermann Gläsner. Jener Hermann Gläsner also, der Ende 2007 bei der TuS Koblenz entlassen worden war, weil er die DFL im Lizenzierungsverfahren getäuscht haben soll. Am kommenden Mittwoch treffen sich beide Parteien erneut vor Gericht. Gläsners schlechter Ruf ist für Aalens Vereinsführung aber offensichtlich kein Problem. Die alte Geschichte, was mit Hermann Gläsner war, so kenne ich nicht, habe ich auch nicht groß nachgelesen, weil es müssen andere Leute entscheiden. Die Aalener Fans zum Beispiel, die haben nämlich die Nase gestrichen voll vom Durcheinander, das bei ihrem Club herrscht. Bisschen chaotisch, finde ich, ja. Weil der eine sagt das, der andere das, dann werden Leute wieder rausgeschmissen und ich weiß gar nicht, da ist keine Ruhe drin, finde ich. Ich weiß nicht, ob der Präsident die Ahnung vom Fußball hat oder hat falsche Berater dazu. Zweitligareifes Stadion, viel Geld und große Namen. Höchste Zeit, dass Aalen auch sportlich erfolgreich wird.
ich glaube, es wird sehr schwer, weil einfach das Umfeld, die Atmosphäre momentan nicht unbedingt von Vertrauen und konstruktiver Stimmung geprägt ist. Von wegen Paradies. Ahlens Coach Patrick Sander ist auf der rauen Ostalb gelandet. Patrick Sander, wie rau ist es denn auf der Ostalb? Vom Wetter her schon sehr rau, ja, aber ich musste schon ab und zu mal schmunzeln. Also das war ja ein reiner Horrorbeitrag, der ja fast kein gutes Licht auf den Verein wirft. Und ich kann eigentlich vieles von dem nicht so richtig nachvollziehen. Viele Sachen waren auch von vor meiner Zeit, sodass ich da auch nicht irgendwie groß, wie gesagt, Stellung zu beziehen möchte. Ich glaube mal, dass vieles falsch gelaufen ist, dass vieles nicht so gelaufen ist, wie es normal wäre. Aber ich glaube, man sollte dann auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und sollte sagen, okay, der Aufarbeitung ist es genug und jetzt lasst uns alle zusammen anpacken, alle zusammen gemeinsam ein Ziel verfolgen. Aber das Ding ist ja, dass viele Spieler ausgetauscht wurden, das Umfeld. Wie ist denn das als Trainer? Hat man da Einflussmöglichkeiten? Welche Kompetenzen haben Sie? Jürgen Kohler ist Sportdirektor. Wer hat die Entscheidung zum Beispiel getroffen, was den Kaderaustausch betrifft? Wer hat entschieden, dass es so viele Spieler gehen und so viele kommen? Ja, es ist ein ganz normaler Prozess, dass nicht einer irgendwas entscheidet, sondern dass es alles in Absprache in den Gremien erfolgt, dass man sich also eine Meinung bildet, dass wir als erstes uns eine Vorauswahl treffen, wir als erstes uns an einen Tisch setzen und sagen, was können wir tun, was ist machbar, wer erfüllt bestimmte Voraussetzungen und danach geht das dann in die Gremien rein und dann findet das entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung und dementsprechend müssen wir dann darauf reagieren. Können Sie das ganz konkret nochmal sagen, die Zusammenarbeit mit Jürgen Kohler, wie die aussieht? Ja, wir sitzen täglich zusammen und reden eigentlich im Grunde genommen fast nur über Fußball. Wir versuchen dabei, alles außen vor zu lassen und wollen gemeinsam mit dem VfR Aalen Erfolg haben. Und ich glaube mal, er hat einen so großen Erfahrungsschatz, dass man da viele Sachen lernen kann dabei, ohne seine eigene Linie zu verlassen. Ich habe eine ganz klare Fußballphilosophie und wir haben dort eine ganz klare Absprache, dass wir alles gemeinsam tun. Also keiner irgendwie nach links oder rechts abdriften kann und da irgendwie sein eigenes Süppchen kochen kann, sondern es ist eine ganz klare Aufgabenverteilung und eine gemeinsame Entscheidung, die dann zum Schluss steht.